fragen uns, wie kann ein fairer Medienmarkt gestaltet sein mit Vielfalt und Transparenz in den Angeboten? Hat Google hier gewonnen, wie Vorstandschef von Springer Matthias Döpfner jetzt gesagt hat? Oder greift die europäische Politik jetzt hart durch zusammen mit den Mitgliedstaaten? Das sind die Fragen, die wir uns stellen, und wir stellen sie uns gemeinsam mit Dr. Eva Flecken. Sie ist Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Vorsitzende der Kommission für Zulassung und Aufsicht und der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Ein langer Titel. Schneller geht es bei Ihnen. Dr. Christiane Schenderlein ist bei uns. Sie ist kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und ich freue mich sehr, dass Sigrun Albert bei uns ist. Sie ist Hauptgeschäftsführerin vom Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverlegerin. Ja, herzlich willkommen auch Ihnen, und digital zugeschaltet. Und man sieht es allerdings noch nicht. Da müssten wir vielleicht noch mal gucken, dass wir das hinbekommen. Ich warte also um einen kleinen Augenblick. Genau, digital zugeschaltet sind uns Sabine Frank von Google Germany, Head of Governmental Affairs und Public Policy YouTube. Herzlich willkommen. Und Dr. Susanne Farb ist uns zugeschaltet, Generalsekretärin der ARD. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, Matthias Döpfner in der FAZ hat ausgeführt, vor 10 Jahren, man solle Google fürchten, und jetzt Google habe auf ganzer Linie gewonnen. Das Geschäftsmodell der Verlage sei weitestgehend abgeschöpft und Social Media habe die Rolle der Informationsquelle übernommen. Teilen Sie das, Frau Albert, fangen wir mal bei Ihnen an. Also ich habe mir den Beitrag ganz durchgelesen und er endet ja doch mit einem positiven Ausblick. Ich finde seine Analyse sehr zutreffend, dass eben viel tatsächlich auf Google zugelaufen ist und uns bislang noch nicht gelungen ist, uns allen als Gesellschaft das wirklich in den Griff zu kriegen und eben diese neuen Machtverhältnisse in den globalen digitalen Wettbewerben richtig zu lenken, auch im Sinne unserer Demokratie. Und ich teile absolut sein Fazit. Es geht nicht ausschließlich um Medien und gibt es für die eine gute wirtschaftliche Zukunft, sondern es geht jetzt tatsächlich an den Kern der Sache, an die Demokratie. Wie werden wir uns künftig miteinander austauschen? Wie können wir uns ohne Desinformation weiterhin über das Geschehen informieren? Und insofern teile ich viele Dinge aus seinem Beitrag sehr wohl. Es liegt an uns allen, die Dinge jetzt eben so in die Wege zu leiten, dass unsere Demokratie und die Meinungsfreiheit eine Zukunft haben. Ja, Susanne Farb, jetzt mal aus ARD-Sicht, wie bewerten Sie es? Es geht ja vor allen Dingen darum auch, dass Inhalte auch gefunden werden. Wie beurteilen Sie die Situation? Bleiben wir vielleicht für einen Moment noch bei Google, auch wenn es ja nicht nur sozusagen um die Auffindbarkeit bei Google geht, aber bleiben wir da für einen Moment. Wie bewerten Sie die Situation für die ARD? Also erstmal hallo, liebe und leider habe ich die Anfangsmoderation nicht gehört. Insofern kann ich mal alle Martin André, ich bin mir nicht sicher. Nee, ich habe gerade einmal kurz, Matthias Döpfner hat sich ja heute in der FAZ geäußert, aber letztlich geht es vor allen Dingen darum, die Auffindbarkeit der ARD-Inhalte. Wie bewerten Sie das? Gut, wir haben natürlich verschiedene Strategien. Also so glaube ich, wie alle, der Strategie ist, auch unsere eigene Plattform, insbesondere Mediathek und Audiothek auszubauen und attraktiv zu machen. Aber es wäre naiv, wenn wir glauben würden, wir können Drittplattformen wie gerade Google oder auch andere YouTube, das ist ja auch dabei, dass wir sie nicht bräuchten, um auch an der Stelle für die Auffindbarkeit unserer Inhalte zu sorgen. Ich glaube, dass wir als ARD stehen wir ja auch schon seit vielen Jahren in Kontakt mit YouTube, mit Google. Und ich sehe da schon gerade bei YouTube auch Bemühungen für Auffindbarkeit und Qualitätsinhalte zu sorgen. Und gerade, dass man seine Flanke sieht, sieht man auch, es gibt Ansprechpartner, das ist ja oftmals auch ein Problem. Dass wir bei den großen internationalen Anbietern, die ja eben auch noch andere sind, gar keine Ansprechpartner haben, beziehungsweise stehen dann gerade die Probleme oder die Regularien, die wir in Deutschland haben, ignoriert werden.
Das wäre jetzt eine wunderbare Überleitung zu dem europäischen Rechtsrahmen, was auch Unfallbarkeit betrifft, aber so weit wollten wir ja noch nicht gehen. Genau, machen wir vielleicht mal kurz den Schwenk zu Ihnen, Frau Frank, gerade schon angesprochen und Sie haben sicherlich auch den Artikel heute in der FAZ verfolgt. Ja, mit der Marktmacht von Google geht natürlich auch eine Verantwortung einher. Wie stehen Sie zum Thema Auffindbarkeit der, der Inhalteanbieter, egal ob private oder öffentlich-rechtliche Medien? Ja, einen schönen guten Tag erstmal. Vielen Dank. Dass ich mich einladen, dass ich dabei sein kann. Ein Gruß aus Andalusien. Sonst wäre ich gerne bei Ihnen auch tatsächlich vor Ort gewesen, aber mich hat es beruflich hierher verschlagen. Hier ist es nicht so warm. Das habe ich gehört. Also, ich bringe ein bisschen Sonne mit, wenn ich kann, wenn ich zurückkomme. Danke für die Frage. Natürlich habe ich den Artikel gelesen und verfolgt. Das ist ja auch keine ganz neue Diskussion. Und Susanne Farb hat tatsächlich für mich auch sozusagen die Vorlage geliefert. Wir sehen sowohl bei der Google-Suche als auch bei YouTube tatsächlich uns als Partner, sowohl Verlagen als auch von anderen Inhaltsanbietern, Broadcastern, aber auch sehr vielen anderen Inhaltsanbietern. Ich glaube, es geht für uns als Demokratien darum, für Vielfalt zu sorgen. Vielfalt und Pluralität von Meinungen, und dafür ist Auffindbarkeit natürlich sehr entscheidend. Ich glaube, man kann nicht bestreiten, dass Dienste wie die Suche oder auch YouTube genau dazu beigetragen haben, dass Menschen die Möglichkeiten haben, sich vielfältiger zu informieren. Wenn sie früher maximal 2 Zeitungen abonniert haben, haben sie sehr einfach nun wirklich sich aus vielfältigen Quellen sehr einfach zu informieren, unterschiedliche Perspektiven auch einzunehmen und wahrzunehmen. Insofern glaube ich, gibt es hier eher viel mehr an Partnerschaften, als man vordergründig meint. Und ich glaube, das sind eher die Sachen auch in unserem gemeinsamen Bemühen um eine stabile Demokratie. Und das ist ja das, was angesprochen wurde und von Herrn Döpfner auch angesprochen wurde, sehe ich gar nicht ein Gegeneinander, sondern vielmehr ein Miteinander. Das sind die gemeinsamen Werte, die wir haben, für die wir stehen sollten. Da haben wir andere Rollen. Wir sind nicht die Inhalteanbieter. Die sind hier auf anderen Seiten vertreten. Aber wir als Plattform haben die Möglichkeiten, genau Nutzerinnen und Nutzer, und das sind Bürgerinnen und Bürger, zusammenzubringen mit denjenigen, die die Inhalte erstellen, produzieren und bei uns im Übrigen einstellen. Ja, das ist vielleicht mal eine Reaktion. Teilen Sie das hier auf dem Podium, dass Google für Vielfalt sorgt? Ja, jetzt könnte man sich bei so viel Eintracht natürlich fragen, wofür braucht es eigentlich noch eine Medienaufsicht, wenn alle von Partnerschaften sprechen? Und das ist natürlich dem Grunde nach auch erstmal gut und freut mich auch zu hören. Die Landesmedienanstalten blicken ja seit geraumer Zeit, also seit einigen Jahren, auch auf sogenannte neue Gatekeeper. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, selbst Automobilhersteller müssen sich daran gewöhnen, von uns Post zu bekommen, aber auch Google oder auch YouTube oder andere Dienste. Und der Hintergrund ist ein relativ einfacher, dass man eben nicht nur eine Frage der Partnerschaft hat, die man vielleicht irgendwie bilateral klären kann, sondern dass wir es hier natürlich mit einem ganz besonders sensiblen Bereich zu tun haben. Und für einige Inhalteanbieter, die vielleicht nicht so groß und stark sind, wie zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen, mag schon ein Problem darin bestehen, überhaupt den Zugang zu solchen Plattformen zu bekommen. Also stellen wir uns mal vor, ich bin ein kleiner Radioveranstalter in Berlin und komme nicht mehr in das Auto rein und man kann mich dort nicht mehr empfangen. Dann ist das ein Problem. Stellen wir uns vor, wir sind ein kleines Zeitschriftenangebot und wir kommen vielleicht nicht bei Google News Showcase vor, dann mag das auch ein Problem sein. Und deswegen sind wir schon der Auffassung, bei allem, was selbstverständlich gerne auch der Markt regeln kann, aber dort, wo er es nicht regeln kann, müssen gewisse Prinzipien gelten, und das sind wahnsinnig tradierte und althergebrachte Prinzipien, die aber auch in der neuen Welt ihre Wirkkraft entfalten müssen. Jetzt haben Sie ja diese In-Car-Entertainment-Systeme zu Benutzeroberflächen erklärt. Was heißt denn das genau? Was machen Sie jetzt genau? Genau, wir haben einmal Tesla, Audi und BMW, weitere werden folgen. Ich bin sicher, alle sind schon ganz eifrig dabei, die notwendigen Anzeigen zu schreiben und bei uns dann auch entsprechend einzubringen. Haben wir als Benutzeroberflächen und im Fall von Tesla auch als Medienplattform deklariert. Was bedeutet das? Also ich bin der kleine Radiosender zum Beispiel aus Berlin. Und ich habe also daher ein Recht, übrigens auch in diesen In-Car-Entertainment-Systemen stattzufinden. Der Gesetzgeber hat vor einigen Jahren, wie wir glauben, aus guten Gründen gesagt, Rundfunk muss auch in diesen neuen
Oberflächen in diesem neuen System seinen Platz haben, und zwar nicht auf der 74. Unterseite, wenn ich aus Versehen da mal auf die Senderliste komme, sondern in einer prominenten Art und Weise. Das heißt also, auch hier wird sowohl die Auffindbarkeit geregelt, als auch in Teilen der Zugang, und das ist ausdrücklicher Wille des Gesetzgebers gewesen, hier die Vielfalt eben auch bei neuen Systemen, bei neuen Angeboten sicherzustellen. Ist das ein Feld, Frau Schenderlein, wo die Politik vielleicht zu spät drauf geblickt hat oder zu spät erkannt hat, was für eine elementare Bedeutung diese Auffindbarkeit hat, weil die Vielfalt bringt ja nur dann was, wenn ich sie auch tatsächlich als Nutzer, als Vielfalt erleben kann. Naja, es ist ja immer die Herausforderung tatsächlich, dass ja die Politik erstmal beobachtet, wie sich die Märkte entwickeln und wie sich auch Nutzerverhalten verändert, wie sich auch ja, die Angebote verändern. Und dann ist es immer ein Stück weit auch reaktiv, weil ja erstmal auch eine neue Technologie entsteht. Und dann ist es tatsächlich aber auch unsere Aufgabe, vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene, weil eben doch vieles dann im europäischen Markt zu klären ist, da die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. Und es ist ja auch immer erstmal eine Frage zwischen wie viel Freiheit ist notwendig, damit eine freie Marktentwicklung stattfinden kann, und wie viel Regulierung braucht es aber trotzdem, um eben bestimmten Aspekten, die uns sehr wichtig sind, zum Beispiel die Auffindbarkeit oder eben auch die Vielfalt, zu ermöglichen. Und das ist ja immer ein Spannungsfeld, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ja, mittlerweile ist man dann eben durchaus eben im Konzert von ganz vielen EU-Mitgliedstaaten, die ja alle eine ganz verschiedene Art und Weise eines Mediensystems haben. Und das ist dann die Herausforderung, auf europäischer Ebene entsprechend die Regulierung zu setzen. Wobei man natürlich sagen muss, schauen wir mal nach Deutschland, schauen wir mal, wie es bei uns reguliert ist, sind ja vor allen Dingen die Länder dafür die Medienpolitik zuständig und haben dann eben ja auch die Landesmedienanstalten und dann da den Austausch. Also es sind viele verschiedene Bereiche, wo wir genau mit den verschiedenen Regulierungen arbeiten, und das Wort Demokratie oder die Wert Demokratie fiel ja bereits, das ist ja etwas, was wir zunehmend durchaus mit Sorge sehen, und die Frage, welche Informationen müssen rüberkommen und ja, und dass sie eben auch, dass die Menschen gut informiert sind, dass sie verlässliche, objektive Nachrichten erhalten, und das ist natürlich im heutigen Umfeld mit einem breiten Internet und der tausendfachen Möglichkeit, Nachrichten zu konsumieren, sehr, sehr viel schwieriger und ganz anders als noch vor vielen Jahren. Und eine dieser Schwierigkeiten besteht ja auch darin, zu sehen, wo kommt die Information her, wer hat diese Informationen recherchiert, und da fällt ja auf, das werden ganz viele hier im Saal oder auch zu Hause nutzen, dass wenn man zum Beispiel googelt Scholz und Taurus, dass dann Google auch direkt Antworten liefert auf verschiedene Fragen, die ich google. Und ja, Frau Frank, vielleicht können Sie uns das System, was Knowledge Graph heißt, einmal erklären. Wie geht Google da vor? Wie kommen diese Informationen zustande? Ganz konkrete Fragen und dann direkt die Antworten. Was sind die Quellen dann für die Antworten? Ich habe das gerade mal versucht, live nachzuvollziehen. Bei Scholz und Taurus kommt tatsächlich eine ganze Liste an sehr unterschiedlichen Quellen von Nachrichtensendern. Das, worauf Sie anspielen, die Knowledge Panels, das sind eher Informationen zu bekannten Persönlichkeiten, bekannten Städten, sozusagen Inhalten, wo die Informationen von Wikimedia zusammengestellt werden. Das sind Fragen, wo wir wissen, dass Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich sozusagen sehr schnell Informationen haben wollen, und zwar zu faktenbasierten Themen, die sozusagen man auch auf Wikipedia finden würde. Der zweite Aspekt ist aber eher eine Frage, wie machen wir Nachrichteninhalte aufmerksam und zeigen die an. Und da gibt es, und vielleicht ist das eine ganz interessante Anekdote für den einen oder die andere, wir haben einen eigenen sozusagen Subdienst innerhalb der Suche, nämlich Google News. Und Google News ist entstanden aus der Erkenntnis nach 9/11, wo, wenn man nach aktuellen Informationen zu 9/11, New York, Twin Towers gesucht hat, tatsächlich Informationen zu touristischen Attraktivitäten oder Restaurants in New York Informationen gefunden hat, aber nichts Aktuelles. Das heißt, die Erkenntnis war, wir brauchen einen Dienst,
der sehr stark auf Aktualität und Nachrichten sozusagen optimiert ist, weil das ist das, was Menschen in spezifischen Situationen tatsächlich brauchen. So ist es entstanden, das ist also sozusagen ein Subdienst. Wenn Sie Google eingeben, sehen Sie einen Reiter, der News heißt. Also es sind unterschiedliche Bereiche. Ein letztes vielleicht noch, weil Showcase angesprochen wurde. Ich glaube, Showcase ist ein gutes Beispiel dafür, wie Partnerschaften zwischen Google und Verlagen tatsächlich sich sehr gut entwickelt haben in den letzten Jahren. Es gibt mittlerweile Partnerschaften mit ungefähr 40 deutschen Verlagen, die ungefähr 100 Publikationen repräsentieren in Deutschland. Und weil Eva Flecken angesprochen hat, naja, aber vielleicht sind das nur die Großen, also bei 40 sind es weit mehr als die Großen. Aber es gibt ja auch einen sehr intensiven Austausch mit den Behörden und Eva Flecken steht einer dieser vor, um zu gucken, wie kriegt man tatsächlich auch kleinere und mittlere Verlage in genau solche Kooperationen. Interessen bestehen da auf beiden Seiten. Also ich glaube, wir sind hier in einem guten Austausch miteinander. Guter Austausch, aber mich würde mal direkt die Position von Frau Albert interessieren. Ist alles gut? Können die Verlage zufrieden sein mit der, ich nenne es jetzt mal Zusammenarbeit mit Google? Wenn alles gut wäre, würde ich mich sehr freuen, denn es geht ja tatsächlich eben darum, Medienvielfalt für die Zukunft zu gestalten und im Digitalen möglich zu machen. Und zur Medienvielfalt gehört auch, dass sich Medien gut finanzieren können. Der Google News Showcase ist eben, gibt keine Transparenz darüber, welche Gelder wohin fließen. Also wir können hier nicht wie in anderen Ländern davon sprechen, dass wir faire und nachvollziehbare Lizenzzahlungen zur Verfügung hätten für die Verlage, sondern vielmehr gibt es eben individuelle Verträge mit Google, mit einigen Verlagen oder mit einzelnen Verlagen. Das mögen 40 sein, das mögen auch 50 sein, nur wir wissen eben nicht, wie viel im Einzelfall fließt und deswegen ist auch nicht nachvollziehbar, ob gerecht und fair und diskriminierungsfrei gezahlt wird. Aus diesem Grunde stehen wir als Verband schon immer dafür, dass wir eben mit dem Instrument des Presseleistungsschutzrechts einhergehend auch faire Lizenzzahlungen vereinbaren, so wie es beispielsweise in Frankreich der Fall ist und in einigen anderen Ländern auch der Fall ist. Nur dann können wir auch wirklich von einer Partnerschaft auf Augenhöhe sprechen. Alles andere ist eben eher die Gutsherrenart, dir gebe ich was, dich finde ich gut, du bist brav oder was auch immer dahinter steckt. Wir kennen auch die Kriterien dann nicht, nach denen die Zahlungen bemessen werden und solange wir eben hier keine einsehbaren, transparenten und fairen, diskriminierungsfreien Kriterien haben, solange können wir auch noch nicht von einer Partnerschaft auf Augenhöhe sprechen. Ja, das ist das Stichwort. Sie sind eben auch schon angesprochen worden. Wie sehen Sie das? Partnerschaft auf Augenhöhe oder was gibt es da noch zu tun? Ja, ich glaube, wichtig ist erstmal zu klären, was Gegenstand des medienrechtlichen Verfahrens ist. Und das sind nicht die Lizenzzahlungen, sondern die Frage des gegenständlichen Verfahrens, also Google News Showcase. Da geht es um den Zugang zu dieser Plattform überhaupt erstmal. Also wie komme ich überhaupt in Google News Showcase? Und da, Frau Frank hatte schon angesprochen, ist es tatsächlich so, dass wir natürlich mit dem Anbieter, also mit Google im Austausch sind, denn der Beschluss sagt erstmal, so wie ihr das Reichweitenkriterien als zugangsrelevante Schwelle definiert habt, ist es eben nicht chancengleich und diskriminierungsfrei. Und jetzt geht es darum, innerhalb der nächsten 3 Monate, ich glaube, Sabine Frank, jetzt sind es noch 2,5 Monate, wenn ich es richtig im Kopf habe, wie auch immer, also innerhalb eines festgesetzten Zeitraums genau hier nachzubessern und zu schauen, wie kann das Reichweitenkriterium tatsächlich ausgestaltet werden. Die Frage, die Sie gerade angesprochen haben, ist davon in diesem Verfahren zunächst einmal nicht berührt. Ja, Susanne Farb, ein anderes großes Thema ist natürlich auch, dass die Verlage sagen, auf der einen Seite steht Google, auf der anderen Seite stehen die öffentlich-rechtlichen Anbieter, die Inhalte frei verfügbar ins Netz abgeben. Ist das etwas, was Sie nachvollziehen können, dass der ein oder andere Verlagschef da von einem Zangengriff spricht? Ich komme auf Ihre Frage sofort zurück, aber ich erlebe gerade das Problem, dass wenn man eben digital zugeschaltet ist, es ein bisschen schwieriger ist, sich nochmal einzubringen. Ich möchte nur gerne nochmal eines sagen zu dem, was jetzt eigentlich die ganze Zeit Gegenstand war und vielleicht am Anfang so ein bisschen falsch wahrgenommen wurde. Ich glaube, dass die Regularien, die wir inzwischen haben, rund um das Thema Aufsichtbarkeit, Zugang, wirklich auch die Voraussetzungen überhaupt dafür sind, dass Partnerschaften auf Augenhöhe stattfinden können.
ohne all diese Regularien, glaube ich, wäre es noch sehr, sehr viel schwieriger. Und weil vorhin die Frage war, hat die Medienpolitik es übersehen? Ich denke leider daran, muss leider darauf zurückblicken, dass wir über ein Jahrzehnt darum gekämpft haben, Auffindbarkeitsregelungen zu bekommen für Medieninhalte, weil es absehbar war, dass sich diese Entwicklung zeigen wird. So, und jetzt zu dem sozusagen Rolle Google auf der einen Seite und öffentlicher Rundfunk auf der anderen Seite. Also erstmal haben wir ja völlig unterschiedliche Rollen, Bedeutungen. Der öffentliche Rundfunk, der ganz klar mit einem gesellschaftlichen, gesetzlichen Auftrag ausgestattet ist. Und wir treffen uns aber dennoch inzwischen mit verschiedenen anderen Medienanbietern, unter anderem der Presse, eben auf dem jetzt in der digitalen Welt sozusagen viel stärker auf derselben Plattform. Das ist schon, hat schon eine ganze, auch eine wirklich lange Geschichte der Auseinandersetzung. Wir wissen alle, es gibt dazu eine Regelung im Medienstaatsvertrag, die dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk presseähnliche, nicht sendungsbezogene Inhalte untersagt. Darüber sind wir mit den Verlagen in Auseinandersetzung, was das bedeutet. Und ich glaube, es wird immer offensichtlicher, dass es nicht nur um Interpretationen geht, sondern um ganz unterschiedliche Annahmen. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, also ich kann wirklich, wir sind ja auch, und Frau Siegund, Frau Albert weiß das gut, Siegund Albert weiß das gut, wir sind seit anderthalb Jahren ja verstärkt als ARD mit dem BDZV, also mit dem Verband, in Spitzengesprächen, um das Verständnis füreinander zu stärken, um zu gucken, wo können wir vielleicht auch den Verlagen entgegenkommen. Wir haben das als ARD an ganz vielen Stellen getan, weil wir tatsächlich die Sorgen und Nöte der Verlage sehen und auf gar keinen Fall wollen, dass Qualitätsmedien auf der lokalen Ebene hinten runterfallen, dass Presseangebote hier noch weniger genutzt werden. Aber wir sehen nicht, dass sozusagen der öffentliche Rundfunk dafür verantwortlich ist. Was wir anbieten, schon seit vielen Jahren, sind konkrete Kooperationen, von der Recherchekooperation über das Anbieten von Audios kostenfrei zum Einbinden auf Plattformen der Verlage, Inhaltekooperationen etc. Auch bei Newzone gab es ein Angebot. Wir haben unsere eigenen Nachrichtenangebote überarbeitet und haben gesagt, okay, wir ziehen uns sogar ein Stückchen hinter dem, was uns das Gesetz erlaubt, zurück, um den Verlagen entgegenzukommen. Das reicht aber offensichtlich nicht und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, auch ganz offen zu legen und das zeigt auch die Beschwerde zur Kommission, dass die Verlage anstreben, dass der öffentliche Rundfunk gar keine Textangebote mehr machen soll. Und das würde nicht nur dem Medienstaatsvertrag widersprechen, sondern würde dann auch, glaube ich, nicht dem Sinn und Zweck Menschen leicht zugänglich Informationen zu ermöglichen, will fordern, sondern komplett widersprechen. Dann wären wir zum Beispiel auch auf der Google-Suche nicht mehr zu finden als öffentlich-rechtliche Anbieter. Ja, Frau Albert, was entgegnen Sie dem? Wo fange ich an? Also vielleicht fange ich am Schluss an. Da kann ich Sie beruhigen. Die Google-Suche kennt auch Videos und Audio. Und selbst wenn Sie keinen einzigen Text mehr machen würden, wären Sie also jederzeit in der Google-Suche mit Video und Audio auffindbar. Also die Sorge kann ich schon mal nehmen. Dann kann, glaube ich, jeder sich selbst die Frage beantworten, wenn er überlegt, was er die letzten Tage so aus dem Bereich der Nachrichten gegoogelt hat, wie oft er kein Suchergebnis eines öffentlich-rechtlichen Textangebots erhalten hat als Antwort. Und damit ist dann auch die Frage beantwortet, wie wirksam sind die gerade von Frau Dr. Pfab so in rosanen Farben dargestellten Maßnahmen? Die Antwort wird wohl sein, jeder findet natürlich jeden Tag, wenn er bei einem beliebigen Stichwort nach nachrichtlichen Inhalten sucht, ganz oben in der Trefferliste öffentlich-rechtliche Inhalte. Insofern funktionieren eben die Maßnahmen nicht und was mich bewegt in dieser Frage ist eben gar nicht die rechtliche Seite, sondern die Seite, wie wollen wir für die Zukunft Vielfalt möglich machen im deutschsprachigen Medienraum. Wir sehen übrigens in ganz Europa diese Herausforderung. Wir sind natürlich auch viel mit Verlagen und Verbänden in anderen europäischen Ländern im Austausch. Da stellt sich die Situation ganz ähnlich dar, überall da, wo eben es auch einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt.
Also wie wollen wir die Vielfalt möglich machen? Und die Vielfalt ist eben auch nur dann möglich, wenn es eine Zahlungsbereitschaft für privatwirtschaftliche Medien gibt. Und jeder kann sich auch hier selbst die Frage beantworten, wenn ich da den Biobäcker habe, der die Brötchen kostenlos anbietet und dort den, der was dafür haben möchte, also der Geld dafür verlangt, wo gehe ich dann hin? Frau Schenderlein, wie sehen Sie es? Sehen Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk da in der Pflicht oder ist es womöglich die Politik, die auch für die privaten Medien, gerade jetzt für die Verlage, die Bedingungen so gestalten muss, dass ein fairer Medienmarkt existiert? Ich würde mal ein Stück weit von der anderen Seite her argumentieren, aber wir kommen dann am Ende darauf auch zurück, denn als Abgeordnete, auch aus Sachsen, haben wir natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive. Da ist vor allen Dingen das Thema Lokaljournalismus besonders wichtig und vordergründig. Natürlich auch, dass dann eben lokale Nachrichten es auch schaffen, im Internet zu bestehen und auch auffindbar zu sein. Das ist für uns auch aus demokratischer Sicht unglaublich wichtig, weil wir die Sorge haben, dass eben bestimmte Nachrichten gar nicht mehr ankommen, vor allen Dingen regionale und lokale Nachrichten. Die sind auch besonders wichtig, weil das für die Menschen auch entscheidend ist, dahingehend, welches Vertrauen sie auch Institutionen und Entscheidungsprozessen schenken. Und da haben wir ja durchaus das ein oder andere Problem hier. Und das ist halt für uns wichtig, dass zum Beispiel, wenn in einem Gemeinderat etwas beschlossen wird, in einem Stadtrat auch Entscheidungen getroffen werden, dass das in den Nachrichten zu finden ist. Und dazu sind natürlich erstmal in erster Linie die klassischen Zeitungen immer noch notwendig, aber die Abonnentenzahl sinkt natürlich und die Finanzierbarkeit ist ja auch ein riesiges Problem. Und das ist so das eine, also muss man schauen, wie schaffen wir es, diesen Digitalisierungsprozess gut zu bestehen und der funktioniert, aber die Nachrichten im Netz funktionieren halt anders als die zufällig vielleicht auch, weil man sowieso jeden Morgen mal durch die Zeitung blättert, das funktioniert ja völlig anders, also weil das nach einer anderen Systematik funktioniert und das ist ein riesiges Problem und da sind wir natürlich, wenn wir jetzt wieder reden, wo ist dann unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist dann schon darüber nachzudenken, wie können wir diesen Prozess gestalten. Aber das ist natürlich auch immer wieder ein großes Auseinandersetzen und da wird an verschiedenen Stellen schon auch gefördert und auch mit unterstützt, auch hier in Sachsen zum Beispiel. Aber das sind natürlich immer kleine Bereiche und am Ende muss natürlich der große Rahmen geschaffen werden, damit das erreicht wird. Aber das ist für uns ein riesiges Thema, die Sorge auch, dass Informationswüsten entstehen und eben dann auch weiter eine Polarisierung der Gesellschaft, weil eben einfach auch Nachrichten fehlen. Und da gibt es ja auch eine Vielzahl von Studien, die darstellen, wirklich wie notwendig es ist, zu berichten, damit eben auch also quasi ein Glaube an die demokratischen Entscheidungen vorhanden ist. Ja, bevor wir gleich auch noch zu den Herausforderungen durch KI kommen, vielleicht mal wirklich, es ist ja tatsächlich so, dass die hauptsächliche Nachrichtennutzung, die Menschen gehen halt nicht mehr über die App des Anbieters oder über die Website, sondern über die Suchmaschine und über Social-Media-Quellen in weiten Teilen. Das alles führt zu einer enormen Veränderung und es gibt jetzt diverse, Anstrengungen seitens der EU, da einen einheitlichen Rechtsrahmen auch zu schaffen. Und wir haben seit Februar den Digital Services Act mit den drei großen Zielen, illegale Inhalte schneller von den Plattformen zu entfernen, die Plattformen transparenter zu machen, den Wettbewerb fairer. In Deutschland wird das dann umgesetzt jetzt. Und da, Frau Flecken, haben Sie schon eine zentrale Position jetzt auch mit und haben in dem Interview gesagt, na klar können wir das Internet kontrollieren. Wie wollen Sie das machen? Ich wusste in dem Moment, als ich das sagte und in die Augen der Journalistin blickte, alles klar, die hat ihre Überschrift. Gut, aber das war sozusagen selbst inszeniertes Clickbait. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich möchte mal so anfangen. Wir haben gerade, Frau Schenderlein, Sie haben es auch nochmal angerissen, ein wenig über die Diskrepanz gesprochen. Es darf keine Informationswüsten geben. Es muss kleine Anbieter geben, vielleicht auch kleine neue Anbieter vor Ort, die in Berlin, sage ich mal, zur Bezirksverordnetenversammlung gehen oder den Landrat interviewen in Brandenburg, wie auch immer.
Wir haben die Frage, wie finden die eigentlich statt, wie werden die aufgefunden, und zugleich haben wir natürlich auch gerade eine Vielzahl kleiner Anbieter. Da könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel Sabine Frank sagt, vielleicht wollen wir die gar nicht ganz oben gerankt haben. Und das ist ein großes Spannungsfeld, und da müssen wir uns auch ein Stück weit ehrlich machen, welche Rolle spielt denn da eigentlich der Algorithmus oder Ähnliches. Was der deutsche Gesetzgeber, in dem Fall die 16 Länder, vor einigen Jahren eingeführt haben, und ich glaube, das ist, da komme ich wieder zurück zu dem Punkt, alte medienrechtliche Sicherheitsmechanismen auf neue Phänomene anwenden, war das Thema Transparenz. Das heißt, die großen Social-Media-Plattformen, Sie sprachen gerade davon, dass dort natürlich vor allen Dingen eine Informations- und Nachrichtennutzung stattfindet, sind verpflichtet, transparent zu machen, nach welcher Logik sie selektieren, aggregieren und so weiter ein Newsfeed zur Verfügung stellen. Wenig hilfreich ist, wenn große Plattformen, die hier übrigens gerade nicht anwesend sind auf diesem Panel, sagen, oh, jetzt haben wir den DSA und jetzt brechen wir erstmal eine Grundsatzfrage vom Zaun, deutsche Medienrecht, was soll denn das? Das ist sowieso alles unionsrechtswidrig und also europarechtswidrig, und daher werden genau diese Transparenzangaben, die ein total kleiner, verhältnismäßiger Eingriff waren, für mehr Transparenz sorgen sollten, erstmal gelöscht und runtergenommen. Das nehmen wir jetzt mal mit Erstaunen zur Kenntnis und werden sicherlich auch unsere Schlüsse, und damit meine ich auch Verfahren, daraus ziehen. Und sowas ist definitiv nicht hilfreich, wenn das passiert. Wenn es jetzt nicht Google war, dann mögen Sie uns aber sicher verraten, wer dann so agiert hat. Auf gar keinen Fall, aber man kann ja mal bei allen Plattformen versuchen herauszufinden, ob die Transparenzangaben, die sich aus dem Medienstaatsvertrag ergeben, noch zu finden sind oder nicht. Frau Frank, also da sind Sie schon mal jetzt nicht angesprochen gewesen. Für große Plattformen wie Google gilt das Ganze ja auch schon seit August, und Internetnutzer haben durch den DSA jetzt wirklich ganz konkret Möglichkeiten und Rechte, sich auch zu wehren. Und auch Google selbst muss ja viel stärker schon seit Sommer gucken, inwiefern es möglicherweise kriminelle Inhalte gibt, die zu melden wären oder gegebenenfalls auch zu entfernen wären. Was überwiegt angesichts der neuen Regelungen jetzt bei Google? Die Freude, dass es einheitlicher wird, oder ist es wirklich ein Mehraufwand auch für die Plattformen? Beschreiben Sie mal, was das bei Ihnen konkret ausgelöst hat. Das mache ich total gerne. Erlauben Sie mir ganz kurz vorher nochmal auf den vorigen Blog einzugehen. Susanne Farb hat zu Recht gesagt, es ist ein bisschen schwierig, wenn man selbstverschuldet remote nur zugeschaltet ist. Aber vielleicht nur zu dem Thema Transparenz der Kriterien zu Google Showcase. Also ich liefere gerne im Nachgang nochmal den Link zur Webseite dazu, wo wir die Kriterien, wie Showcase sozusagen eingebaut wird, wie sozusagen die Abläufe passieren nach. Das können Sie alles nachlesen. Im Übrigen haben wir ja auch eine ganze Reihe an, und Sie wissen das, Behörden, die sich sehr intensiv genau damit auch beschäftigt haben. Also nicht nur die Medienanstalten, sondern vorher bereits das Kartellamt. Zu der Frage Leistungsschutzrecht und Snippets gibt es ja eine Zwischenvereinbarung mit Corinth. Das wissen Sie gut, was sich sozusagen das Patentamt, die Schiedsstelle des Patentamts angeguckt hat. Also es ist mitnichten so, dass keine Transparenz und sozusagen öffentliche Aufsicht zu den Themen da ist. Und wir begrüßen das auch. Wir sind ja sozusagen sehr gewillt, in diese Verfahren einzusteigen und uns auszutauschen. Aber zu Ihrer Frage des DSA, wir leben ja in einer glücklichen Situation, dass wir hier in Deutschland leben. Das heißt, wir haben schon eine ganze Reihe an Erfahrungen mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu den Themenstellungen des DSA, die jetzt europaweit eingeführt sind. Es gibt ein paar extra Sachen, die da sind. Aber die Grundfunktionalitäten des sozusagen systematischen Möglichkeiten, sich zu beschweren, sozusagen dann auch nochmal in eine Zweitbeschwerde einzulegen, wenn ich nicht zufrieden bin mit der Entscheidung. Transparenzberichte, hat das NetzDG alles schon gekannt, und das haben wir damals natürlich schon umgesetzt. Das, was hinzukommt, und das begrüßen wir als Unternehmen sehr, sind Möglichkeiten für Forscherinnen und Forscher, Datenzugänge zu erfragen. Wir als YouTube haben diese Datenzugänge, offene APIs, tatsächlich schon sehr lange, aber ich glaube, das ist wichtig für Gesellschaften, mehr Erkenntnisse auch in sozusagen Funktionalitäten von Plattformen zu haben. Insofern begrüßen wir, dass sozusagen diese Verpflichtung nun plattformübergreifend da ist. Mehr Aufwände sind da, aber verständliche. Also aus meiner Sicht ist es ein guter und großer Schritt gewesen, europaweit einheitliche Lösungen zu diesem wirklich wichtigen Thema zu haben. Insofern, wir beschweren uns gar nicht, sondern wir
versuchen, gut und bestmöglich diesen Regelungen zu folgen und umzusetzen. Nehmen Sie die Verbesserungen durch den DSA und die Umsetzung hier in Deutschland jetzt auch schon wahr? Ist das schon spürbar? Ja, vielleicht kann ich da aus der Regulierungspraxis erzählen. Also wir haben ja die Möglichkeit, mit sogenannten DSA-Verfahren zu führen. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, jetzt direkt an die Plattform heranzutreten, Anordnungen, Anhörungen und so weiter. Und das ermöglicht uns schon nochmal einen anderen Weg, das Recht auch durchzusetzen. Der DSA selbst regelt ja vor allen Dingen Verfahren, Mitteilungen, Prozedere und so weiter und so fort. An der Frage, was ist rechtswidrig, was nicht, ändert er ja nichts. Er sagt ja vielmehr, ihr seid jetzt in der Lage, euer Recht, euer geltendes Recht auch grenzüberschreitend durchzusetzen. Es macht die Sache nicht weniger komplex, weil man so viele verschiedene Verfahrensmöglichkeiten hat, aber wir nehmen den auch sehr positiv wahr. Es ist bemerkenswert, wie anstrengend es war, als zuständige Behörde genannt zu werden, aber nun gut, jetzt sind wir ja im Gesetz drin und freuen uns darüber und werden den auch entsprechend zur Anwendung bringen. Frau Schenderlein, vielleicht können Sie nochmal für alle, die sich nicht so tief damit befasst haben, einfach nochmal erklären, diese ganzen, es mutet an, als ob es diverse Stellen jetzt gibt, an die ich mich wenden müsste als Internetnutzer, wenn mir auffällt, dass es entweder illegale Inhalte sind oder ich selber tatsächlich so mit Hass und Hetze übergossen werde, dass ich das melden möchte. Was ändert sich jetzt konkret für den Nutzer oder kann der diese ganzen Sachen außen vor lassen und hat nach wie vor eine Stelle oder was ist die Situation? Also da es jetzt wirklich konkret die Umsetzung betrifft, würde ich die auch eher zur Regulierung geben. Aber es ist natürlich die Möglichkeit, es geht ja vor allen Dingen darum, dass es eine Regularien gibt dafür, dass die die Gatekeeper, dass man da eben nicht nur denen das obliegt und oblässt, was zu machen, sondern eben die Möglichkeit hat, auch also quasi tätig zu werden und sich, also ich persönlich würde mich dann schon immer auch erstmal an die Behörden wenden. Wenn man jetzt persönlich auch Hass und Hetze ausgesetzt ist, machen wir das natürlich direkt auch über die polizeilichen Stellen und so, die es ja auch schon vorher gegeben hat. Aber sicherlich gibt es da nochmal den einen oder anderen Punkt. Ehrlicherweise müsste ich da jetzt, weil es so konkret ist, also für uns ist wichtig, dass es den Rahmen gibt, dass eben auch eine Transparenz möglich ist, dass Filterregeln bekannt sind, dass es klar ist, warum bestimmte Beiträge nicht so hoch gelistet werden wie andere. Und dass man insgesamt auch über die Algorithmen mehr erfahren kann. Das war eine Diskussion, die ja am Ende nicht ganz so gekommen ist, wie es sich verschiedene Akteure durchaus gewünscht haben, dass man dann noch mehr Transparenz hat. Einige Medienakteure machen das aber auch von sich aus, also gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich. Beim ZDF ist es ja zum Beispiel so, dass da ja auch die Algorithmen veröffentlicht werden. Also da gibt es doch eine ganze Bandbreite. Aber wenn es jetzt um die praktischen Tipps geht, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das durchaus nochmal an die andere Seite geben. Dann gerne den praktischen Tipp. Ja, der praktische Tipp für alle InternetnutzerInnen ist, dass nach DSA diese großen Plattformen auch verpflichtet sind, selbst einen Meldeweg zu ermöglichen. Und dieser Meldeweg steht erstmal jedem und jeder zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es für Behörden nochmal besondere Meldemöglichkeiten, aber das betrifft dann uns. Und also ansonsten Meldeweg direkt bei den Plattformen. Und die gute Nachricht ist, ansonsten gibt es 14 Landesmedienanstalten. Man kann immer alles bei uns melden und wir kümmern uns dann schon darum, dass es in die richtige Richtung geht, sei es die Strafverfolgungsbehörden, sei es ein Melden bei der Plattform oder. Also zur Not einfach bei den Medienanstalten vorbeischauen. Heute Morgen auf einem Panel hieß es auch bei der Bundesnetzagentur. Also wir sehen, es gibt doch die eine oder andere Stelle. Vielleicht kann man da in puncto Klarheit noch nachlegen. Und es gibt nicht nur dieses Gesetz, über das wir gerade gesprochen haben, sondern das andere ist EMFA, also Europäisches Medienfreiheitsgesetz. Frau Farb, setzen Sie uns mal alle ins Boot. Was genau möchte das Europäische Medienfreiheitsgesetz? Gutes eigentlich. Also das Ziel, ich glaube, da waren wir alle immer der Meinung, das Ziel, das die EU-Kommission mit dem EMFA verfolgt hat, würden wir alle unterstützen, Medienfreiheit sichern, Medienunabhängigkeit sichern. Aber wie es so oft ist, über die Ausgestaltung kann man sich streiten. Und das hat ja auch eine ganze Zeit gedauert. Anlass waren Entwicklungen in der Europäischen Union, auch die Umgestaltungen von öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen in Staatsrundfunk in Polen und in Ungarn. Wir sehen das jetzt leider in der Slowakei, was möglicherweise ein erster Anwendungsfall für den EMFA auch werden könnte.
und mal probiert und gleich ausprobiert werden kann, wie das dann in der Praxis aussieht. Also Ziel ist wirklich die Sicherung von Medienfreiheit und Medienvielfalt. Was wir als öffentlicher Rundfunk sehr kritisch sehen, ist, dass die EU-Kommission hat sich bei der Regulierung ja wieder auf Binnenmarktkompetenzen gestützt. Tatsächlich greift sie aber hier jetzt sehr tief in die Regulierung von Medien ein. Und zwar eben nicht mehr unter dem Gesichtspunkt, also das geht nur um, wirklich, wenn man um drei Ecken herumfährt, geht das nicht mehr unter dem Gesichtspunkt Sicherung des Wettbewerbs, sondern eigentlich wirklich unter dem Gesichtspunkt Demokratie und Rechtsstaatsrelevanz. Und das sehen wir eben als öffentlicher Rundfunk wirklich problematisch, dass hier angefangen wird, oder nicht angefangen wird, aber die Tendenz der Europäischen Kommission, sich auch immer stärker in diese Bereiche, die nun wirklich in der Medienkompetenz, in der Kompetenz der Mitgliedstaaten und in Deutschland der Länder liegen, sich immer stärker einzubringen. Und wir haben als ARD das auch währenddessen sehr stark kritisiert. Jetzt haben wir den EMFA und wir werden sehen, was weiter auf dieser Grundlage passiert. Er wird ja auch sicherlich nochmal Revisionen erfahren. Er ist unmittelbar geltend, auch das eine Besonderheit gegenüber der AVMD-Richtlinie, die ja tatsächlich medienspezifische Regulierung ist, aber Raum gelassen hat für die Mitgliedstaaten zur Umsetzung. Das ist in diesem Fall anders und das ist im Übrigen die größte Gefahr, die wir sehen, dass die EU-Kommission sich an vielen Stellen eigentlich wirklich dem Kern der Medienregulierung als Demokratieregulierung nähert. Und da spielen auch DSA, DMA und verschiedene andere mit hinein. Und sozusagen, jetzt könnte man den Kreis schließen über das wichtige Thema Auffindbarkeit, wird auch die Europäische Kommission sich nochmal beschäftigen. Und das wird sehr spannend werden, wie dann auch die wichtigen Regelungen, die wir im Medienstaatsvertrag gefunden haben, zur Auffindbarkeit und Transparenz, wie die dann von der Europäischen Kommission, die immer stärker für sich in Anspruch nimmt, eben wirklich auch originärer Medienregulierer zu sein, ob das nicht eher als Binnenmarkthindernis gesehen wird. Und insofern müssen wir uns, glaube ich, bemühen, diese guten Schritte, die gefunden worden sind, für unsere Medienordnung in Deutschland auch wirklich zu erhalten und den Spielraum, sie entsprechend der weiteren dynamischen Entwicklungen fortzusetzen. Das war jetzt länger. Ja, aber das ist ja wirklich nochmal ein spannender Punkt. Das heißt, man sieht, es ist ganz viel in Bewegung gesetzt worden, weil man den Regelungsbedarf sieht. Und das ist ja unser Thema, man einen fairen Medienmarkt haben möchte, der auch unabhängig ist und frei von politischer Einflussnahme. Aber in dem Moment, wo dann die EU-Kommission letztlich zuständig ist, ist dann Staatsferne gegeben? Ich wäre total dankbar, wenn ich dieses Fragezeichen von Susanne Pfab oder ja vielleicht auch das Unwohlsein teilen darf. Als wir den EMFA in dieser Art und Weise das erste Mal gesehen haben, haben wir, glaube ich, alle gesagt, oh, okay, das jetzt von der Binnenmarktlogik her zu argumentieren, das ist immer ganz schön bergauf. Mal schauen, ob das hält. Ja, es hielt und es ist ja völlig fraglos, dass wir uns alle nicht nur hier oben, sondern sicherlich auch dort hinter dem Ziel vereinen können. Vielfaltsicherung, Freiheit stärken, Journalisten stärken, all das unbenommen. Aber dieses Unwohlsein, was Susanne Pfab gerade beschrieben hat, das erreicht uns auch. Und wir stellen uns zum Beispiel die Frage, es wird ja aus dem Zusammenschluss der unabhängigen Medienaufsichtsbehörden, früher ERGA, zusätzlich The Board, das klingt natürlich deutlich griffiger und ein bisschen fetziger, aber wir haben also kleinteilige Fragen, zum Beispiel wird gesagt, das Sekretariat, sowas wie eine Geschäftsstelle, dieses Board, das liegt jetzt bei der EU-Kommission. Da fragen sich natürlich die dort sitzenden, was heißt denn das? Wer ist denn da eigentlich wie weisungsbefugt? Und wir haben in dem gesamten EMFA immer wieder gesehen, dass diese Unabhängigkeit, diese so wichtige Staatsferne in diesem überaus sensiblen Bereich, da schon an manchen Seiten angeknabbert wurde. Und dann muss man hoffentlich auch verstehen, dass wir hier manchmal das Gefühl haben, dass man mit uns versucht, Schlitten zu fahren, ja, wenn dann gesagt wird, ach, das ist ja nicht so schlimm, das steht nur auf Papier. Nee. In diesem hochsensiblen Bereich, und das wird Sie nicht überraschen, dass ich das als Vertreterin der Medienanstalten sage, haben wir uns doch aus guten Gründen überlegt, vor 4 Dekaden, vor 40 Jahren überlegt, das legen wir in die Hände von staatsfern unabhängigen Institutionen, in Deutschland sogar föderal. Das heißt, wenn von uns 14
einer, zwei, sagen wir mal, fragwürdige Tendenzen irgendwann aufweisen würde, haben wir immer noch Mehrheitsentscheidungen und das ist absolut demokratiestabilisierend. Das ist nicht abstrakt. Wir müssen uns nur in anderen europäischen Ländern anschauen, was passiert, wenn die Medienaufsicht im Übrigen staatlich bestimmt wird. Ganz häufig im nächsten Schritt dann die Intendanten des Öffentlich-Rechtlichen. Das hat eine unglaubliche Durchwirkung und ist absolut demokratiegefährdend. Und vor diesem Hintergrund werde ich wahnsinnig leidenschaftlich, sehen Sie es mir bitte nach. Absolut in Ordnung. Wir haben das in Polen gesehen, da ist genau das passiert. Jetzt versteht man es nicht ganz, wenn doch das Ziel eben ist, vor politischer Einflussnahme zu schützen. Wie kam man auf die Idee, dass es trotzdem eine gute Idee ist, dass die EU-Kommission da wie so eine Art Kompetenzstaubsauger agiert? Ja, also das ist genau diese Gemengelage. Wir haben das auch als CDU-CSU-Bundestagsfraktion erstmal begleitet, aber vielleicht nochmal anders angefangen. Man muss ja sagen, und das geht genau und die gleiche, wir sind da ganz eng beieinander, dass wir eben in Deutschland die Mediengesetzgebung allein auf Landesebene haben. Es gibt nur ganz, ganz wenige Politikfelder, wo die Länder allein zuständig sind. Und das ist halt die Medienpolitik. Und das ist historisch gewachsen und die Erfahrung aus zwei Diktaturen, also vor allem hier in Sachsen aus zwei Diktaturen und insgesamt natürlich den neuen Bundesländern. Und zwar, weil es eben so ersichtlich ist, wie gefährlich staatliche Eingriffe in die Medien sind. Und deshalb hat sich das herauskristallisiert, dass es sehr sinnvoll ist, Medienpolitik auf Landesebene auch zu belassen, was uns auf anderer Seite natürlich auch sehr schwer fällt, weil damit, wenn wir über die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks reden, natürlich auch genau diese Schwierigkeit vor Augen haben. Es müssen eben am Ende 16 zustimmen. Und das macht es dann ungleich schwieriger und ist eben die Herausforderung. Aber wenn man eben im Hinblick auf den Schutz der Medien schaut, ist es wirklich ein Garant. Und nun hat aber eben die europäische Ebene ja gesehen, dass das nicht überall so ist. Man hatte also vor allen Dingen Ungarn und Polen besonders deutlich sich angeschaut und dort finden eben und oder fanden, wenn man jetzt mal von Polen spricht, ganz deutlich staatliche Einflussnahme in die Medien statt und in die Verbreitung und in die Programminhalte. Darum geht es ja, dass sie direkt Einfluss nehmen auf Programminhalte. Und da hat sich die Europäische Kommission hat das schon mit Sorge betrachtet und gesagt, hier müssen wir Einhalt gewähren, dass wir zumindest näher darauf hinschauen, wenn so etwas stattfindet und dass es da eben eine Möglichkeit gibt, dort zu kontrollieren. Wir haben aber eben, um jetzt den Bogen zu schließen, trotzdem gesagt, bei uns in Deutschland ist es anders gelöst. Wir sind eben dezentral aufgestellt. Bei uns gibt es so und so viele Medienanstalten, die das schon tun, schon seit langem tun. Wir haben ja immer oben drüber dann staatsferner auch. Deshalb dieser Spagat, deswegen haben wir lange dafür gekämpft, zu sagen, das ist eigentlich bei uns nicht europäisch zu regeln, sondern wir sehen es als subsidiäre Aufgabe, haben uns da nicht durchgesetzt. Jetzt haben wir ein europäisches Gesetz und jetzt hängt es eben davon ab, wie wird es denn im Detail umgesetzt, damit am Ende nicht dann doch wieder staatlich, weil das ist, sagen ja dann die Kritiker, dass dann doch wieder von der anderen Seite sozusagen Einflussnahme stattfindet. Frau Frank, Sie auch nochmal mit reinholend, was hat das für konkrete Auswirkungen? Es gibt ja auch die Idee, große Anbieter zu verpflichten, zu sagen, ne, wir hatten es eingangs mit dem Thema Auffindbarkeit, packt Public-Value-Inhalte zu Quote XY prominent auf eure Seite oder bietet es prominent an. Was hat das für eine Auswirkung oder was könnte das für eine Auswirkung haben, wenn wir gerade darauf blicken, wie unterschiedlich die Medienmärkte in Europa funktionieren? Also was der EMFA tatsächlich in dem Plattformbereich macht, ist, es gibt die Verpflichtung, dass diejenigen, die sich selbst deklarieren und im Zweifel durch Medienaufsichten bestätigt werden als Medienanbieter, und die Definitionen sind ein bisschen schwammig, da wünschte man sich mehr Klarheit, aber das wird sich sicherlich im Laufe der Zeit nochmal präzisieren, dass genau diese Anbieter sozusagen von den Plattformen ein, wenn wir denken, der Inhalt ist aber verletzend gegen die Hausregeln, dass dann ein sozusagen schneller Prozess, ein schnelles Verfahren durchgeführt werden muss, um zu entscheiden und um diesen Medienanbietern nochmal ein zweites Gehör zu geben, ob der Inhalt tatsächlich entfernt werden kann. Und um diesen Prozess gab es ganz viel Diskussion. Unsere Auffassung war immer, dass es natürlich nicht per se
nur gute Medienanbieter gibt. Ausgenommen natürlich diejenigen, die hier sozusagen vor Ort sind. Aber ich glaube, wenn wir jetzt über Ungarn und Polen reden, und ich darf auch für die Länder mitverantwortlich sein, gibt es da durchaus ganz viele oder eine ganze Reihe an Anbietern, wo wir sozusagen sehr viel Missinformation oder Slowakei sehr viel Missinformation in der letzten Wahl auch gesehen haben und auch von Medienanbietern. Und das war immer der Punkt, wo wir sehr kritisch waren, haben gesagt, nur weil Medienanbieter drüber steht, heißt es nicht, dass die Inhalte alle sozusagen unfallfrei sind. Und das war ein Diskurs, den wir lange hatten. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Kompromiss gefunden, oder die Kommission und der Rat und das Parlament hat einen guten Kompromiss in der Sache gefunden. Das heißt, es besteht die Möglichkeit für die Plattform, solche Inhalte immer noch runterzunehmen. Es ging nicht um Prominenzdefinition, sondern eher die Frage, was ist mit der Entfernung der Inhalte? Die Einzelheiten muss man hier in der Praxis sehen. Ich glaube, bei den großen deutschen Anbietern, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, gab es ohnehin schon sehr stabile und verlässliche Verfahren zwischen uns als YouTube und den Unternehmen. Es gibt sehr wenige Beschwerden tatsächlich auf unserer Seite, wo man nicht zu sozusagen sinnvollen Ergebnissen gekommen ist. Aber ich glaube, und eben wie ich gesagt habe, nur weil Medienanbieter drüber steht, mussten nicht per se sozusagen nur unproblematische Inhalte da sein. Das sieht man ja auch bei Entscheidungen des Presserats selbst. Ne? Auch der Presserat spricht ja Rügen aus, auch von seinen eigenen Mitgliedern, also Medienanbieter. Und das ist vermutlich ganz natürlich. Also aus meiner Sicht ist zu dem Bereich ein ganz tauglicher Kompromiss gefunden worden. Verstehe aber auch die Bedenken in den anderen Bereichen sozusagen der problematischen staatsfernen Aufsicht. Jetzt haben wir uns einmal einen Überblick verschafft über das, was alles an neuen Regelungen gekommen ist, mit allem, was an guten und direkten Folgen sozusagen für den einzelnen Nutzer auftaucht, aber auch an Schwierigkeiten aufgrund der völlig unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen in den Mitgliedstaaten. Jetzt bringt KI natürlich nochmal eine ganz neue Herausforderung in alles sowieso für die Medienlandschaft, aber natürlich auch nochmal für die Regulierung. Und da gibt es auf jeden Fall auch nochmal einen Unterschied. Vielleicht, Frau Albert, können Sie einmal skizzieren, zu was für einer Position sich die Verlage, die Sie vertreten haben, in puncto KI entschieden haben? Gerne. Das Thema ist allerdings, wie die anderen, die wir jetzt auch gehört hatten gerade und besprochen hatten, sehr vielschichtig. Also zum einen sehen die Verlage natürlich die riesigen Chancen, die mit KI sich verbinden. Und ich will nur mal daran erinnern, die Verlage waren insbesondere auch die Deutschen, nicht nur die Deutschen, diejenigen, die ganz zu Beginn des Aufkommens des Internets das Internet schon umarmt haben. Also die waren die Ersten, die Online-Inhalte zur Verfügung gestellt haben, kostenlos, und die sukzessive auch weiterentwickelt haben. Und diese Kreativität und Innovationsfreude, die sieht man jetzt beim Thema KI auch ganz deutlich. Also ich glaube, es gibt keine Redaktion einer Tageszeitung oder eines Online-Mediums mit Tagesanspruch, News-Anspruch, die noch nicht experimentiert hätten mit den verschiedenen KI-Tools, die es inzwischen auf dem Markt gibt. Und da ist vielleicht die generative KI gar nicht so das ganz Prägende, sondern es gibt eben auch viele andere Tools, von der Analyse von riesigen Datenmengen über die Optimierung von Prozessen in der Produktion bis hin dann eben zum, wie kann ich meine Überschrift auf verschiedene Zielgruppen zuschneiden und Ähnliches. Also da gibt es ganz viele Anwendungsbeispiele, die schon heute eingesetzt werden und die aber natürlich eigentlich eine Erleichterung im Prozess sind für die Redaktionen und sonstigen Produktionsbereiche, aber nichts, was jetzt die Inhalte wirklich verändert. Also auf der Seite sehen wir viele Chancen und haben natürlich auch die Zeiten von Fachkräftemangel und eben 24/7 Berichterstattung und unglaublichem Aktualitätsdruck, dass diese Instrumente auch eingesetzt werden können und es da keine Einschränkungen und Regulierungen gibt. Das wäre jetzt mal die Anwenderseite. Dann kommen wir zur speziellen Anwendung der generativen KI. Jeder von uns hat das schon erlebt, was es passiert, wenn er seinen Namen eingibt und sich von der KI erzählen lässt, was die über einen weiß. Da kommt ziemlich viel Unfug dabei raus, wenn man Pech hat.
Das zeigt uns ganz deutlich, die generative KI kann natürlich auf keinen Fall unkontrolliert auf die Öffentlichkeit losgelassen werden, sozusagen. Genau das passiert leider an einigen Stellen. Es gibt schon einige Anbieter von NewsGPT in den USA bis auch zu Anbietern in Deutschland, die eben rein KI-generierte Inhalte publizieren, über die dann kein Mensch mehr drüber schaut. Und da ist ganz klar die Position, ich glaube nicht unbedingt der Verlage, sondern eigentlich von uns allen, die wollen, dass Desinformation nicht noch stärker in die Welt kommt und völlig unkontrolliert dann eben auch die Suchmaschinen flutet. Das muss natürlich reguliert werden, damit eben genau diese völlig unkontrollierten Inhalte gar nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangen können. Also die Entscheidung, also ja. Die Tools können natürlich nur so gut sein, wie sie auch befüttert werden, mit den Informationen, auf die sie zugreifen können. Frau Farb, darf ich da noch ganz kurz oder einfach noch eine vielleicht noch was korrigieren, das ist so ein allgemeines Missverständnis, dass die Tools besser werden, wenn sie gute Inhalte hätten. Die Schwierigkeit ist ja, dass mit Wahrscheinlichkeit die Texte formuliert werden und deswegen, so gut die Inhalte auch sein mögen, es können Verfälschungen rauskommen. Also Sie können einen komplett korrekten Text reingeben, aber die KI macht in der Zusammenfassung eben was Falsches draus. Die Kollegen der FAZ haben das mit ihren eigenen Texten zum Beispiel über Monate getestet und eben festgestellt, einen unverfälschten, wirklich hundertprozentig korrekten Text rauszukriegen, dafür gibt es keine Garantie. Frau Farb, wie geht die ARD mit der Herausforderung KI um? Kurzer Kommentar zu dem, was gerade auch Frau Albert gesagt hat, dass die KI arbeitet mit Wahrscheinlichkeit, also sie arbeitet mit dem, was sie im Netz findet an Informationen und macht daraus Antworten. Die Wahrheit ist ja egal. Die KI arbeitet immer sozusagen ganz fleißig, immer darauf hin, eine Antwort zu geben, aber ob das stimmt oder nicht, ist ja relativ egal. Ich sehe das aber genau deswegen auch wichtig, dass entsprechend auch valide, an Wahrheit orientierte Qualitätsinhalte im Netz da sind. Man stellt es, wenn sie mit Wahrscheinlichkeit arbeitet, die KI, dann wäre es fatal, wenn am Ende sozusagen eigentlich im Netz nur noch frei verfügbar wäre eben von vornherein Desinformation. Es gibt genügend auch mit KI-Forschende, die sagen, es wird nur noch ein paar Jahre dauern und das Netz besteht nahezu ausschließlich aus Desinformation und Müll. Deswegen sehen wir es in der ARD durchaus auch als in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass genügend Qualitätsinhalte im Netz sind. Und wir setzen unsere Haltung fort, wir im Interesse von Free Flow of Information lassen wir die KI auch mit den frei verfügbaren Inhalten der ARD trainieren. Wir haben das zum Beispiel in den USA bereits, die Entwicklung, dass dort die meisten Verlage eben unter also den Nutzungsvorbehalt ziehen, also beziehungsweise sagen, ihr dürft nicht zum Training, zur Weiterentwicklung der KI unsere Inhalte nutzen, dass aber natürlich viele andere Anbieter, wie zum Beispiel Fox News, gerne das alles ins Netz geben. Und das sind schwierige Entwicklungen. Wir gucken uns das als ARD intensiv an. Wir haben derzeit die Position, wir ziehen keinen Nutzungsvorbehalt, der ja möglich ist nach dem Urheberrechtsgesetz. Aber wir haben uns auch vorgenommen, das alle 6 Monate zu überprüfen. Das andere, was wir machen, und wir haben jetzt nächste Woche Sitzungen und da wollen wir das final beschließen. Das sind eigene, selbstverpflichtende Guidelines, wie wir mit KI umgehen, im Sinne von eben genau dieses Kontrolle. Man kann KI-Tools nutzen, aber am Ende muss sichergestellt sein, dass es die Kontrolle gibt. Im Grunde genommen wollen wir mit KI umgehen wie sonst auch. Es braucht eine redaktionelle Abnahme. Wenn mit KI gearbeitet wird, soll es auch transparent sein. Wir werden diese Guidelines auch veröffentlichen. Ich glaube, das ist übrigens auch ein Weg in der ganzen Medienbranche, dass wir uns darauf verständigen, wie solche Transparenz-Guidelines aussehen könnte,
könnten, wenn KI verwendet wird. Ja, und da wir fast am Ende sind, will ich aber noch mal schließen mit dem, wie wir auch begonnen haben, ohne jetzt dem vielleicht zu viel Bedeutung zu schenken. Aber Frau Albert hat es auch eingangs gesagt, Matthias Döpfner hat ja sozusagen so geendet, zu sagen, es muss erst so schlimm werden in Sachen Desinformation und allem, was möglicherweise sich an Veränderungen noch ergibt, bis die Medienpolitik so hart durchgreifen wird, dass man tatsächlich zu einem fairen Wettbewerb und einem transparenten Markt kommt. Frau Schenderlein, Frau Flecken, noch mal kurz Abschlussstatement dazu. Ich finde, man kann das Thema KI nicht nur dazu stehen lassen, um die Nutzer zu sehen, sondern als Medienpolitiker brennt natürlich mein Herz für alle Medienschaffenden, Kulturschaffenden, Kreativen, die riesen Sorgen haben, dass das, was sie geistig entwickeln, am Ende nicht mehr monetarisierbar ist. Also dass es ein riesiges Problem ist, weil eben alles da ist, weil alles kopiert und zusammengewürfelt werden kann, aber eigentlich das eigentliche Entstehen ja nach wie vor in der kreativen Leistung stecken muss und das muss auch in Zukunft monetarisierbar sein. Deswegen haben wir erstmal gesagt, der AI Act auf EU-Ebene ist der Schritt in die richtige Richtung, weil da eben auch das Thema Urheber und geistiges Eigentum zumindest auch erstmal mit berücksichtigt ist, muss noch weiterentwickelt werden, ist dann für die nächste Europäische Kommission die Novellierung Urheberrecht, glaube ich, eines der ganz großen Themen. Das war mir jetzt persönlich nochmal sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich sehe ich nicht ganz so destruktiv wie Herr Döpfner, aber wir müssen natürlich nach wie vor, weil wir haben DSA, DMA, DNMFA, das sind ja alles große Gesetzgebungen auf europäischer Ebene, die ja dazu dienen, dass am Ende auch die Medienschaffenden, die hier sind und die verlässliche und gute Nachrichten zutage bringen, dass die auch unterstützt werden darin. Von daher würde ich jetzt nicht ganz so ein dystopisches Bild gerne zeichnen, aber die Gefahren sind natürlich da, wir erleben sie tagtäglich und es ist natürlich unsere Aufgabe, da auch den Rahmen zu schaffen. Frau Flecken, Sie kriegen jetzt das Schlussstatement. Haben wir die Möglichkeiten für die Durchsetzbarkeit, für das, was wir jetzt in den Äußerungen gehört haben, was das gemeinsame Ziel ja zu sein scheint? Wenn ich jetzt 10 Minuten überziehe, haben Sie kein Problem, ne? Nee, gar okay, alles klar, gut. Nein, also ganz schnell, auch ich möchte mich dieser apokalyptischen Sichtweise ungern anschließen. Vor allen Dingen muss ich hier, und das ist eigentlich nicht mein Job, den deutschen Gesetzgeber mal in Schutz nehmen. Also gerade der deutsche Medienpolitik hat im Übrigen sehr frühzeitig gezeigt, noch vor dem europäischen Gesetzgeber, wie man althergebrachte Prinzipien in die neue Welt umsetzen kann, neue Adressaten zu schaffen. Man kann über das NetzDG streiten, wie man will. Ohne das NetzDG würde es wahrscheinlich den DSA nicht geben. Und ja, die Gesetze werden jetzt umgesetzt. Die schönsten Gesetze ohne Rechtsdurchsetzung bringen ja nichts. Und dann schauen wir mal weiter. Frau Franck hat sich jetzt noch mal schnell gemeldet. Wenn Sie es in 10 Sekunden schaffen, dann kriegen Sie noch eine kurze Möglichkeit. Nee, das tue ich nicht, aber über KI zu sprechen und sozusagen eine Plattform dann nicht sozusagen die Perspektive zu geben, ist ja vielleicht auch zu eng. Ich wollte nur sagen, KI-Prinzipien, weil Frau Fab das angesprochen hat, haben wir auch und zwar seit 2018 bereits. Ich glaube, das ist total wichtig, die Offenheit zu haben, aber gleichzeitig natürlich verantwortlich damit umzugehen. Und Verantwortlichkeit heißt auch da wieder, und das ist ein guter Beginn zum Anfang, partnerschaftlich vorzugehen. Bei YouTube machen wir das sehr intensiv mit der Musikindustrie zum Beispiel als ein Industriebereich, um zu gucken, was sind denn eigentlich KI-Anwendungen, die im Musikbereich förderlich sind, wo kreative Prozesse unterstützt werden können und auch zu gucken, wie kann man Monetarisierung am Ende des Tages tatsächlich aussehen. Ich glaube, wir wissen alle noch gar nicht genau, wie Monetarisierung bei vielen der Anwendungen aussehen wird und da müssen wir genau, glaube ich, gemeinsam schauen. Weil Sie KI und Desinformation angesprochen haben. Ja, Frau Frank, ganz kurz noch. Vielleicht ein letztes. Ich glaube, der erste Schritt dazu ist, zu labeln und Sachen erkennbar zu machen. Und das zweite ist, ob Inhalte über KI oder menschlich erstellt werden, ist doch egal. Weil sozusagen Strafrecht ist Strafrecht, egal wie die Erstellung ist. Und die Hausregeln, die wir anwenden, ist es uns auch völlig egal, ob sie KI generiert sind, die Inhalte oder menschlich. Und insofern haben wir zumindest da mal eine Baseline. Danke und sorry für die Länge. Vielen Dank, dass Sie jetzt noch einen Punkt aufgemacht haben, über den wir locker hätten jetzt noch weiterreden können. Aber sehr interessant und auch mit Sicherheit nicht die letzte Diskussion dazu. Danke Ihnen allen, dass wir uns da einmal den Überblick gemeinsam verschaffen konnten. Danke Ihnen fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächsten Runden.
Ich glaube, wir verabschieden uns auch, oder, Susanne? Wir sind jetzt, glaube ich, da jedenfalls wieder raus.